Morgens ist es für viele das Erste, online gehen und das Netz mit Infos füttern. Denn all die schönen, kostenlosen Programme zahlen wir mit unseren Daten, indem wir uns tracken lassen. Das Online-Projekt Do Not Track zeigt uns, was das wirklich heißt. Wie es funktioniert und was es für uns bedeutet, ich glaube, das ist den wenigsten klar. Deswegen wollten wir das anhand der eigenen Daten deutlich machen, wie Tracking funktioniert. Und das kriegt die Website ziemlich gut hin. Zum Beispiel weiß ich jetzt, in welchem Land Sie wohnen. Ich weiß, es ist gerade Nachmittag bei Ihnen, das Wetter ist schön. Und ich weiß auch, dass Sie einen Mac benutzen. Die Seite klärt mich auf, welche Tracker auf meine Lieblingswebseiten zugreifen und ob ich bereit wäre, für Facebook und Google so viel zu zahlen, wie die an meinen Daten verdienen. Leider nein. Man erfährt, wie es von Pop-up-Werbung zum Tracking kam und was das heute alles kann. Manchmal waren die Ergebnisse selbst für die Macher erschreckend. Bei dem Beispiel Facebook hat es mich sehr überrascht, dass man anhand der Likes rausfinden kann, was für ein Charakter ich habe und auch an das alles wirklich wissenschaftlich fundiert, ob ich wahrscheinlich meinen Kredit zurückzahlen werde und dass es auch Firmen gibt, die das bereits schon machen. Heute startet das Online-Projekt vom Bayerischen Rundfunk, Arte und verschiedenen Produktionsfirmen. Bis Anfang Juni gibt es regelmäßig neue Online-Episoden.